Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier noch für diese Marsch von 19.6. Ja, ich fahre jetzt zu Feld Nummer 36 und dort ist schon das erste Gerät zum Schwatten und dann werde ich das so gestalten, dass wir da dann unser Gras auf Schwatt bringen, ne? Dass wir das vorbereiten fürs spätere Mähen, ne? Tja, dann wollen wir Gas geben, ne? Gerade gesehen, Hopfenernte läuft noch ein bisschen nebenbei. Traktoren kommen hier mit der Schräge ganz besser zurecht wie LKWs. Und die recht kleinen Felder sind für die Allrad-Fahrer immer etwas ungünstig, Anführungszeichen, ne? Kann öfter mal sein, dass sie stecken bleiben. Irgendwo im Graben oder so. Aber so im großen Ganzen klappt das schon. Ob man da oben Blocking steht, Rübenknutzel wird sein. Entweder weil keine Rüben da sind im Zuckerfabrik oder weil die BGH keine mehr annimmt. Voll halt, ne? Weil die eine BGH kriegt Rübenknutzel und den Mist von den Kühen. Und die andere BGH kriegt Silagebahn, die wir jetzt aktuell auch wieder herstellen, also vorbereiten von der Wiese oder Feld, kann man so sagen, kann man auch sagen, 36 halt. Werde ich mal gleich den Kurs berechnen. Und hier haben wir ja die ganzen, liegen ja die Ballen rum, ne? Die nehmen wir für hin. Und den nächsten Schwung stellen wir geradeaus rüber hin, dass beides getrennt ist. Die brauchen ja, hier sind 6 Tage, 48 Stunden, also 2 Tage, bis die jetzt entsprechend ja, gegärt sind, ne? Also isoliert sind. So, Outlife-Kurs, Kursbrace auch wieder aktualisiert. Kursgenerierung für Feld 36, 2 Fahrzeuge, 14 Meter. Vorgewende machen wir 2, da macht insgesamt 4, weil beim Ballenpressen die Leitplanke stört sonst. So, Kursgenerierung. Uhrzeige, Feld rein. Feld rein deswegen, dann kann er zum Schluss das ganze Gras wieder aufnehmen und dann ist besser. Generier Kurs. So. Das müsste eigentlich hinkommen. Müsste. Ich mache hier auch nur mal sicher. Machen wir 3, dann kommt es garantiert hin. Denn die Traktoren beim Wenden tun sich immer hier der Leitplanke küssen. Ne? Ja, so ist besser. So, das speichern wir mal ab. Das ist Feld Nummer 36. Ja. Schwatten. Ich nehme mal 14 Meter sind da. Ja, 14 Meter. Meter, Meter, 2, war. Das Problem ist hier, man kann zwar viel schreiben, aber der Platz reicht oft nicht aus. Speichern. Du bist der Linke, der Erste mit der Linke, warum auch immer, ist halt so, ne? Dann hier Verband muss aktiviert sein. 100 Meter ist ausreichend. Wenn das Problem machen könnte, 100 Meter, dann kann man immer noch sagen, okay, wir machen auf 200 Meter oder so, ne? Kein Thema. So, und hier ganz kurz Kurs Feldmodus. Suchen wir den Kurs, der vorne ist. Das ist praktisch ein paar Meter. Dann müsste hier stehen, ja, eine Kalken ist ja natürlich nicht so richtig, ne? Das ist hier dieser Traktor, der Optium 300CVCX. Entfernung, Schwatten, das passt. Kopieren, dann werden wir hier rechts hier Verband aktivieren, damit der da nicht den anderen fahren lässt und ersten Wegpunkt, das dürfte funktionieren. Hier ist das ersten Wegpunkt, dann würde er sich den Punkt irgendwo suchen, ne?
das wäre dann nicht so richtig. Denn wenn er jetzt denn irgendwo anfängt, ist ja irgendwie dann auch Blödsinn, ne? Oder gleich hinterherfahren, dann sind wir dabei. Das heißt, wir werden fahren mit dem Feld und dann fahren wir, lassen wir einstellen, ne? So kurz berechnen. Da bleibt er auch stehen. Da steht alles. Jetzt fahren die halt von ihren Punkt, wo sie anfangen sollen. Jetzt müssen sie nur noch zwei Traktoren suchen, die da entsprechend ja, die Ballen pressen können. Aber den lassen wir erstmal in aller Ruhe hinfahren, arbeiten und die Arbeit erledigen. Ich werde jetzt nachher einen ersten Traktor mitnehmen für das Feld Nummer 19. Da können wir auch noch mähen. Wir können auch mit den beiden Traktoren auch mehr Ballen pressen. Das geht ja auch. Also würde auch funktionieren. Ja, in den Feldreihen beginnen ist einfach vom Logischen her besser. Weil beim Schwatten gehen sie immer bei der Kurve. Man kann zwar einstellen, früh hochheben, früh tief absenken oder so. Das kann man machen. Aber es macht sich einfach besser, wenn die bei den Feldreihen nachher nochmal das Gras aufnehmen und dann den Kreisprinzip fahren. Und dann ist das Gras mehr oder weniger aufgenommen worden. Also alles. Dann würde beim Schwatten und beim Pressen nichts so schnell was liegen bleiben. Ne? Schaut mal, wie er reagiert, ob er anhält. Ne? Er muss ja ein bisschen da loslegen. Ne? Ja, ein linker, ein rechter, das ist genau richtig. Und das hier mal ist ja auch so. Ne? Na klar, kann man auch von rechts anfangen. Theoretisch müsste auch funktionieren normalerweise. Also ich mache dann halt mit links, das klappt halt bisher ganz gut. So. Gut, die ersten Meter sind immer ein bisschen blöd, aber gut, jetzt nachher gerade rechts, ob der alles wegnimmt. Ja. Wenn man was liegen bleiben würde, wäre es ja eigentlich nicht schön, ne? Gut, bei 14 Meter, da kommt was zusammen. Ne? Das ist schon eine riesige Arbeitsbreite. Ne? Pöttinger hat auch so eine breiten Arbeitsgeräte, aber warum haben sie das nicht im LLS? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil andere Geräte schon da sind. Also, oder sie wollen es nicht zeigen, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Bei der Messe zeigen sie es ja auch. Ne? Und die Daten sind ja eigentlich bei allen Geräten ähnlich, kann man sagen. Gut, dann schauen wir unsere anderen Geräten an. Und er fährt jetzt genau zum nächsten Punkt und er wartet und geht's halt weiter, ne? So, auf zum hier ist halt der trocken, muss aufpassen und kein was haben wir hier? Was haben wir hier? Kalk. Ja. Unser Wasserfahrer, das ist aber jetzt hier Zement. Unser Gärrestefahrer, bist du fertig gewesen? Sieht so aus, ne? Ich sag mal ja, wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Der Restdünger. Mal gucken. Ah ja, gut, hier ist nicht mehr da. Den tun wir lassen, ne? Sonst wird ja ein bisschen Geld abgezogen, ne? Muss ja nicht sein. Der. Irgendein Fahrzeug blockiert immer. Weiß nicht genau was. Oder wer. Oder warum. Der wird gerade abgefahren. Müssen wir gucken, wo was los ist. Ob hier irgendwo ein Fahrzeug blockiert. Ein LKW. Traktor müsste ja irgendwo festsitzen, ne? Hier ein Fahrzeug.
Gut, der fährt, ne? Das ist ja gut. Mischfutter müsste Heu rein, ne? Obwohl, wir haben Mischfutter voll. Na? Gute Frau. Wir fahren los, okay. Das klappt. Gut, dann brauchen wir jetzt Traktoren für Ballenpressen. Das wird dann irgendwann klappen. Da war... Ja, den. Der würde ich nicht nehmen wollen. Also BGH fahren und hier... Sobald das hier klappt mit... Wir werden hier mal eben mal zum Hof fahren und dann umstellen auf Weizen und dann kann er dieselbe Strecke abfahren. Wie gesagt, wir haben keinen Stress. Jetzt wollen wir noch pflügen und später mal die Rübenernte. Das ist an sich kein Problem. Ja, und dann später mal den Rest stoppen fräsen und dann mal sehen, dass wir die Bäume gepflanzt kriegen, ne? In größeren Abständen. Mal sehen, vielleicht wachsen die noch irgendwie. Ja, hoffen mal, Beste, ne? Ansonsten, ja, wegmachen irgendwann. Ja. Fahren wir über den BGH, da haben wir noch einen Traktor zu stehen in Not. Aber der hat Mist gefahren normalerweise. Aber wenn die BGH voll ist, ist sie voll, ne? Ich meine jetzt hier mit... zum Futter kann man sagen, ne? Bei Stufe 1 Geschwindigkeit, dafür ist die Verarbeitung nicht so hoch. Ist halt so. Dann müssten wir jetzt mal sehen. Dann brauchen wir Traktoren zum Ballenpressen. Ja, da würde ich den nicht nehmen, das ist ungünstig. Weil der soll Weizen fahren. Idealerweise vom globalen Markt. Damit ich nachher, wenn ich in Thüringen das verkaufe, einen guten Betrag bekomme. Ne? Anführungszeichen. Vielleicht kann ich mir da noch entsprechend mal ein Feld kaufen, mal sehen. Aber erstmal nebensächlich müssen wir immer hier was hinkriegen. Über zum globalen Markt. Ist an sich eine gute Erfindung. Ich mache mir nur Sorgen, LS 23 oder wie auch heißen wird. Dass da auch noch so ist. Soweit ich weiß, hat der aufgehört, ne? Der Kevin. Oder ob sie da mehrere Leute haben. So Weizen haben wir auch drin, aber recht viel sogar. Muss ich noch hier umstellen. B, Weizen. Gut. Kann die Brauerei auch Weizen bekommen, ne? Und kann die entsprechend da voll durchziehen. Mit der Traktor war irgendwie so, aber verkaufen würde ich nicht deswegen. Jo! Achso, dieser normale Helfer. Der ist auch fast. Ist nur gleich. Es lag hier ein bisschen deutsch. Komm, ich habe was da für dich. Ich sehe gerade mein FPS-Zahl ein bisschen hoch. Normalerweise schwankt er ein bisschen und das ist nicht ganz so heiß. Komm, komm. Bisschen noch. Bisschen. Bisschen. Gut leer. Gut. Dann können wir nicht mal zum Hof fahren, ne? Hopfen.
erledigt. Steht da oben noch was? Sieht so aus. Ja. Nehmen wir den zweiten Drescher. Der ist ja. Der wartet ja darauf, ne? Hier ist doch die Kram ringsherum. Wir vorne rauffahren. Blockiert ihr diesen Weg. Ja. G und X. Kommen nicht runter jetzt, ne? Das ist egal. Lass mal stehen. Nehmen wir den zweiten, machen gleich die Restarbeiten. Da ist da vorne mal ein Streifen, was ich gesehen habe. Und den würde ich eigentlich auch mitnehmen. So leicht schimmert da hinten das grüne Boden. 243. Ich meine, gut. Ja. Sollte man nicht verschenken, ne? Da kümmern wir uns darum, dass erstmal alles schön gepresst wird. Was er gerade schwanken tut, ne? Und dann kümmern wir uns darum, dass hier die Gärrest ausgebracht wird. Alle Ruhe. Und dann nachher können wir gleich mit Flügen beginnen. Auch in aller Ruhe, ne? Also kein Stress, normalen Flug, kein Tiefengruppe, können wir auch nehmen, ne? Oh, das Ding. So viel dürfte nicht sein, wir hatten schon mal Reste mit anderen Drescher entsorgt, kann man sagen, ne? X, Samtklappen vorne. Das ist das Schöne, vorne zusammenklappen kann, ne? Kann er entsprechend da gleich. Dann haben wir auch die beiden Fendt, die können ja auch noch da entsprechend gleich die Ballenpressen nehmen. Muss ja jetzt nicht unbedingt. Aber das ist ja erstaunlicherweise, jetzt wo zwei hier abgefahren sind, gab es keine Schwierigkeiten. Ne? Einer alleine hat sich gestritten. Mit sich wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ist aber alles so. Oder das ist rein nach Zufall. Gut. So. Jetzt mal entlassen, ne? Ist ja fertig, ne? Auf zum Hof. Kippe 46%. Die werden wir, bevor wir die nächste Ernte beginnen, bei Rüben umrüsten auf etwas flacher und dann reparieren. Aber erstmal machen wir die ganzen Wiesen erledigen. Also Rüben ist nicht ganz so dramatisch. Die Rüben werden eigentlich mit dem Fluss gemacht von der Saison. Praktisch bevor der Frost kommt. Ne? Die Rüben werden ja geschützt durch ihr Blattwerk. Und da sind nicht ganz so gefährdet. Bei leichten Frost. Ne? Und dann ist das Wachstum auch zu Ende, wenn der Frost kommt. Weil die Rüben werden nämlich am Feld normalerweise dazwischen gelagert und dann kommt nachher, weil ja die Rübenfabriken halt weit weg sind, ne? Also wie alles mehr oder weniger, ja, ich glaube zwei, ne? Auch immer, ne? Anklam und Güstrow, weiß ich noch viel früher, ob es noch zwei sind, weiß ich nicht. Problem ist ja, dass ja, produktiv ist nur mal so, wenn einer recht viel macht, ne? Und wenn das die Menge nicht mehr reicht, tanken müssen wir auch. Bei Gelegenheit. Bringen den Hänger mal zum Hof. Ach, hier müssen wir auch noch Hackschütze herbringen, das ist immer. Ach, immer eins am anderen, ne? Restholz müssen wir auch noch einsammeln. Dann können wir nachher im Winter der Bäume fällen. Im Wald kaufen und dann Bäume fällen. Der Raps ist ja auch schon fertig ausgesät. Dann kommt ja nochmal Raps, Weizen, Gerste in die Erde rein. Ja, im nächsten Frühling, dann kommt dann irgendwo Hopfen rein. Und Hopfen eigentlich da, wo die Sonnenblumen waren. Fällt.
49. So, den Anhänger werden wir gleich mal wegstellen. Und zwar, den müssen wir dann nachher reparieren. Das ist ganz wichtig. Den Traktor wollen wir jetzt voll tanken. Den können wir auch reparieren. Aber den Anhänger wird stören. Werden wir gleich mal die Ballenpresse schnappen. Und mal schauen, ob die auch repariert werden muss. Wir haben auch größere, habe ich gesehen. Größere, und zwar von der Ballenumfang. In der Firma haben wir einzustellen mit 155 cm Durchmesser. Ich weiß nicht, warum wir hier nur so eine kleine haben, ne? Aber allgemein nur die kleinen bekommen. So. Tanken. Tanken ist wichtig, sonst haben wir ja auch mit Feldarbeit Probleme. Und Reparatur. Sind auch noch Ballen zu liegen. Ja, gut. Können auch noch Futter gebrauchen, ne? So ist das nicht. So. Später werden die näher Abfahrer gebraucht werden für die Rüben. Ganz wichtig. Weiß zwar nicht, was an Gewicht kaputt gehen kann, aber anscheinend ist da irgendwas, ne? Oh, schon wieder Überlänge. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, der Marsch. Ja, Ballenpressen vorbereiten. Schwappen tun sie ja noch, ne? Tschüss.